Der Wettstreit zwischen Ford und Ferrari ist so legendär, dass er unlängst verfilmt wurde. Doch in der Elektrowelt heißt der Performance-Platzhirsch längst nicht mehr Ferrari, sondern Tesla. Doch auch von Elon Musk lässt sich Ford nicht ins Boxhorn jagen und präsentiert mit dem Ford Mustang Mach-E GT einen eigenen Elektroboliden mit fast 500 PS. Wie gut das in der Praxis funktioniert, haben wir uns für euch angesehen. Das Interior des Ford Mustang Mach-E ist wirklich hochwertig verarbeitet. Das ist schon noch mal eine ganze Stufe besser als bei Tesla und Co. oder anderen Volumenherstellern. Mit der deutschen Nobel-Konkurrenz kann das freilich nicht ganz mithalten. Aber wir haben hier ein wirklich schickes, schwarz-silbernes Interior mit tollen Sitzen in Lederoptik, die auch einen fantastischen Seitenhalt bieten. Und diesen Seitenhalt, den braucht man nämlich auch, denn beim Fahren hat es der Ford Mach-E GT in sich. Der Ford Mach-E GT hat 478 PS, Allradantrieb, übertriebenes Drehmoment von 860 Newtonmetern und rennt in 3,7 Sekunden von 0 auf 100. Damit kann er locker mit der deutschen Konkurrenz oder Tesla mithalten. Was ihn vom Tesla so ein bisschen unterscheidet, ist, dass er wirklich richtig giftig abgestimmt ist. Die 478 PS wirken vor allem auf der Hinterachse und wir haben hier ein sehr agiles Fahrzeug, was sich wahnsinnig sportlich bewegen lässt. Knapp 500 PS und in 0 auf 100 von 3,7 Sekunden. Wie fühlt sich das in der Praxis an? Probieren wir es aus. 1, 2, 3 und los. 50, 60, 70, 80, 90, 100. In Sachen Ausstattung ist der Ford Mustang Mach-E GT wirklich komplett. Wir haben hier eine ganze Reihe von gut funktionierenden Assistenzsystemen. Es gibt einen Spurhalteassistenten, es gibt einen adaptiven Tempomaten und was man sich sonst eben alles noch wünscht. In meiner Version hier fehlt ein Head-Up-Display. Dafür gibt es hier ein schönes Digital-Display und einen großen mittleren Screen, so ein bisschen wie bei Tesla im Hochformat, im iPad. Format, über das sich fast alle Funktionen steuern lassen. Außerdem gibt es eine Sitzheizung, Lenkradheizung und typisch Ford eine Scheibenheizung. Das ist beim E-Auto im Winter wirklich besonders praktisch, weil dann muss man nicht ganz so viel wertvollen Batteriesaft fürs Heizen raushauen. In Sachen Reichweite soll der Ford Mustang Mach-E bei Tesla mitspielen können. Laut Datenblatt kommt der Mustang Mach-E GT auf 500 Kilometer Reichweite. In unserem Praxistest hier bei milden 20 Grad hat sich der Verbrauch nach ungefähr 200 Kilometern auf Landstraße, kleinen Schnellstraßen und durch Dörfern bei 23 Kilowattstunden eingependelt. Damit kommt der Ford Mustang Mach-E GT eher so 350, vielleicht 400 Kilometer in der Praxis weit. Aber das sind trotzdem für so ein großes Fahrzeug wirklich ansehnliche Werte. Wie gut er auf der Autobahn und auf der Langstrecke wirklich ist, müssen wir natürlich noch in einem gesonderten Praxistest abchecken. Auch die Ladeleistungen des Ford Mustang Mach-E können sich absolut sehen lassen. Mit bis zu 150 kW lädt der Ford Mustang Mach-E. Das heißt in der Praxis, dass er ungefähr einer Dreiviertelstunde von 10% auf 80% Reichweite auflädt. Damit ist er wirklich perfekt für die große Tour gerüstet und man kann damit auch in Urlaub fahren zum Beispiel. Anders als sein legendärer Namensgeber ist der Mustang Mach-E GT auch ein SUV geworden. Das schlägt sich im Platz im Innenraum nieder. 5 Personen haben im Mach-E GT Platz, 4 davon sitzen vorne und hinten wirklich komfortabel und auch der Kofferraum ist für die Fahrzeugklasse wirklich ausreichend dimensioniert. Rund 68.000 Euro vor Förderung kostet so ein Ford Mustang Mach-E. Dafür gibt es eine Menge sehr sportliches Elektroauto. Der Preis ist außerdem ziemlich genau auf dem Level des Platzhirschs Model Y von Tesla. Auch den Koreanern, wie zum Beispiel dem Kia EV6 oder den Deutschen mit dem Audi e-tron, Mercedes EQC und Konsorten, dürfte dieser Ford künftig ein bisschen das Leben schwer machen.